schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und für alle, die mich noch nicht kennen, die können sich hier einmal meinen Kanal-Trailer anschauen und sehen, was bei mir auf dem Kanal los ist. Und für die, die mich schon kennen, hallo! Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute möchte ich nochmal auf mein letztes Video zurückkommen. Da habe ich euch den Nicer Dicer Fusion gezeigt, vom 10 bis zum 34-teiligen Set. Und da sind so ein paar Fragen aufgekommen bezüglich der Handhabung der Aufsätze, also der Adapter oben im Deckel, wie man das benutzen muss. Und genau das zeige ich euch heute. Hier seht ihr nochmal das komplette 34-teilige Set. Heute möchte ich euch aber zeigen, wie ihr die einzelnen Messeraufsätze mit dem jeweiligen Adapter benutzen könnt. Und zwar geht es hier um die verschiedenen Adapter, die ihr habt. Einmal hier den runden für den Viertel- und Achtelaufsatz. Den könnt ihr immer nur hier im vorderen Bereich benutzen, da der Aufsatz nur hier aufgesteckt werden kann. Das heißt, wenn ihr vierteln wollt, habt ihr den Aufsatz so rum. Und wenn ihr achteln wollt, dann dreht ihr das einmal und habt den Achtelaufsatz hier. Ganz einfach. Wenn wir dann auf den 6x6 und 12x12 mm Aufsatz wechseln, also den zweigeteilten, dann können wir den einfach hier einsetzen. Und ihr seht schon, das passt natürlich nicht. Das heißt, ihr braucht den zweiten Adapter. Jetzt sind hier zwei bei und ihr denkt, ja toll, welchen nehme ich denn? Ihr nehmt bitte den kleineren. Ihr seht hier den Größenunterschied und setzt ihn einfach hier auf diese vier Punkte. Schön andrücken. Und dann könnt ihr den hier benutzen. Immer bitte einmal prüfen, ob er richtig sitzt, bevor ihr loslegt zu schneiden. Hier habt ihr den Vorteil und könnt gleich zwei Schnittvarianten gleichzeitig schneiden. Und ob ihr das Messer so rum oder so rum benutzt, das ist ganz euch überlassen. Ich habe gerne die kleineren, härteren Sachen hinten und kann dann mit guter Kraft runterdrücken. Bei dem Deckel habt ihr die Besonderheit, ihr könnt einfach die Pinöckel reinmachen und der Deckel geht alleine hoch. Das ist hier ganz schön, das lassen wir jetzt auch einfach mal so. Für die, die sich denken, die Funktion geht vielleicht dann irgendwann mal kaputt. Also ich habe ihn tatsächlich seit 2015 in der 16er Variante gehabt und mein Deckel ist nicht kaputt gegangen. Auch meine Schale ist mir nicht kaputt gegangen. Das Gerät ist wirklich schön robust und man kann sehr gut damit arbeiten. Jetzt könnten wir einfach auf den nächsten Schneidaufsatz wechseln, auf den 24x24. Und 6x48, den können wir jetzt hier einsetzen und dafür brauchen wir hier nichts machen. Da der auch zweigeteilt ist, brauchen wir hier auch die Öffnung und können jetzt einfach sofort weiterschneiden in der nächsten Schnittgröße, ob so rum oder so rum. Das könnt ihr dann einfach variieren. Jetzt wechseln wir auf das nächste Messer. Ich benutze gerne aber auch die großen Messer, so wie hier jetzt das 12x12 mm Messer. Das nehme ich gerne für Pommes. Wenn ich das Messer jetzt reinsetze, ihr könnt euch schon denken, das könnt ihr zwar so benutzen, aber hier in der Mitte wird nicht geschnitten. Das heißt für euch, der Adapter kommt raus und dieser mit der breiteren Kante unten wird auch wieder auf die vier Punkte gesetzt, gut angedrückt und jetzt könnt ihr auch auf der ganzen Fläche schneiden, auch im mittleren Bereich. Das gilt natürlich für alle großen Messereinsätze, die dabei sind. Auch hier für den 12x48 mm Aufsatz. Den nehme ich gerne für Paprika. Und auch hier für den 24x24 mm Aufsatz. Da könnt ihr euch große Gemüsewürfel mitschneiden. Zucchini, Aubergine und so weiter, wer das etwas größer mag. Oder auch Pilze mal eben reinschneiden. Das war eigentlich schon alles zu den Messeraufsätzen und den Adaptern. Hier möchte ich euch noch zeigen, bei den Adaptern ist es so, dass ihr hier eine Reinigungsplatte drin habt. Wenn ihr es geschnitten habt, könnt ihr die einfach nach oben wegziehen und habt die Reste hier raus, könnt das einfach abspülen. Das funktioniert ganz gut. Und hier bei der unteren Schneidplatte habt ihr die Push-Funktion und könnt dann durch Drücken der Push-Funktion die Reste bis vorne an die Kante schieben. Nach dem Reinigen den Deckel immer hochkant aufstellen. Ich stelle ihn einfach noch eine Zeit so an die Spüle, weil hier auch Wasser reinläuft. Und wenn der dann gut getrocknet ist, ist das gar kein Problem. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal, eure Sophie.